So, da bin ich auch schon wieder. Also, liebe Leute, bitte hört nur hin. Ah, es sind ja nur Ausschnitte. Es sind ja nur Ausschnitte. Von daher weiß ich gar nicht, ob ihr hier zuhören dürft oder ob ihr euch überhaupt Gedanken machen müsst. Denn dieser Podcast ist natürlich sehr hochwertig und daher auch nur bestimmt für zahlende Mitglieder. Schauen wir mal. Da es nicht alles ist, ich habe ja Dinge da auch irgendwo erwängen. Ja, zurechtgeschnitten. Vielleicht kann man da darüber hinwegsehen. Ich würde sagen, wir hauen rein. Drachenlordleben mit Hass, Mitgliederfolge vom 3.3.2024. Worum geht's? Hallo und ein herzliches Willkommen beim Drachen und einer weiteren Folge Drachenlordleben mit Hass. In der letzten Folge, die für alle veröffentlicht war, habe ich ja gesagt, dass es noch hin und wieder einmal die Woche mit Idealfall einen Podcast geben soll. Ja, ich hoffe, ihr habt da alle zugehört und seid da auf dem Laufenden, ne? Denn wir wollen ja nicht, dass der hier unser Lieblings-Ex-YouTuber da irgendwelche Podcasts veröffentlicht, die sich da niemand anhört, ne? Das darf nicht sein. Der allerdings nur für die Abonnenten ist. Podcast für alle, der soll ja jetzt vorerst einmal in der ersten Staffel nicht mehr weitergehen. In der zweiten Staffel machen wir dann wieder weiter. Allerdings habe ich da noch keine genaue Vorstellung, wie ich das umsetzen möchte. In der heutigen Folge möchte ich eigentlich gar nicht so arg viel darüber reden, was war, was ist und was hätte es sein können. Ich möchte auch gar nicht unbedingt darüber reden, was ich jetzt groß vorhabe, sondern ich habe mir einfach gedacht, wir quatschen heute einfach mal über das, was jetzt akut heute passiert ist. Das ist ja spannend. Was ist denn akut heute passiert? Und zwar, ich habe heute einen Podcast hochladen wollen bzw. verarbeiten wollen und dran rumgearbeitet und habe dann festgestellt, dass aus irgendeinem Grund meine Kommune der Freiheit, Drachenlords Kommune, der Podcast wurde gesperrt. Ich weiß jetzt nicht, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, inhaltlich weiß ich jetzt nicht, was daran so schlimm war. Man kann sich natürlich, wenn man die Person Rainer W. Etwas genauer spiegelt und beleuchtet und sich anschaut, dann kann man aus seinen Äußerungen schon gewisse Rückschlüsse ziehen, die eventuell nicht ganz so legal sind beim Aufbau dieser Kommune oder beim geplanten Zusammenleben zwischen Jung und Alt, sagen wir mal so. Und ich weiß nicht, wenn das bei Spotify auch so läuft, Spotify, wie bei anderen, dann, wenn genug Beschwerden reinkommen, wird das Ding erstmal runtergenommen vom System und wird dann natürlich auch nochmal überprüft. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich weiß nicht genau, warum. Mir wurde ein Grund angenannt. Dieser Grund, den halte ich aber für irgendwie lächerlich. Ich habe jetzt versucht, dagegen nochmal vorzugehen. Rainer hält grundsätzlich alles für lächerlich, was in irgendeiner Art und Weise gegen ihn sein könnte. Andersrum ist das dann alles völlig in Ordnung. Aber anscheinend habe ich bei Spotify wohl nicht das Recht, dagegen vorzugehen. Ich habe jedenfalls keine Möglichkeit bekommen. Ich habe jetzt einfach auf deren Mail reagiert und geantwortet und hoffe jetzt einfach mal, dass der Podcast ganz normal weiterläuft und ich den weitermachen kann. Rainer, wenn du Hilfe brauchst, gerade im Englischen, du kannst mir auch gerne immer vorher noch eine Copy schicken, dann schaue ich da mal drüber. Also ich helfe dir da gerne, wenn es gerade um Mails geht, die dann an Spotify oder sonst irgendwelche Leute geht. Also ich biete mich da an. Aber so scheint es wohl jetzt erst einmal dazu laufen, dass der Podcast erstmal weg ist. Gut, muss ich mir irgendwie genauer überlegen, wie ich das umsetze. Weiß ich jetzt im Moment nicht. Außerdem habe ich mir gedacht, wir könnten mal drüber sprechen, wie wir uns jetzt die Zukunft vorstellen für diesen Podcast hier. Ja, wie stellen wir uns denn die Zukunft vor, bitte? Allzu viele Bewerber gibt es ja für die Kommune nicht, ne? Erstmal festhalten an der Stelle, dass ich Leben mit Hass ja so eigentlich auf mein eigenes Leben bezogen hatte. Und eigentlich war nie mehr als eine Staffel geplant. Also entweder man belässt bei der einen Staffel und macht dafür einen neuen Podcast oder man... Rainer, seit über 10 Jahren erzählst du den gleichen Kram. Also ob man das jetzt Staffel nennt oder wie auch immer, das ist genau die Leute, die schmeißen mit irgendwelchen Ausdrücken um sich, ja, anekdotische Evidenz, ad hominem, Staffel, Format. Es ist immer der gleiche Kram mit einem anderen Geschenkpapier. Lässt es bei 2 Staffeln und schaut dann mal, wie es da weitergeht. Und bei der 2. Staffel würde ich dann mal vielleicht auf den Hass als solches eingehen. Ihr habt ja im Laufe dieses Podcasts auch mitbekommen, was so alles bei mir abgegangen ist. Also was ich alles durchgemacht habe, was in meinem Leben passiert ist, was schiefgelaufen ist. Was du alles durchgemacht hast? Ja, bitte sag doch auch dazu, warum? Das ist aber, ja gut, dann funktioniert die Opferrolle nicht.
und man kann dann halt damit auch nicht abkassieren. Was ich selbst für Fehler gemacht habe, auf die bin ich ja auch eingegangen, mitbekommen für die Leute, die sich den Podcast aktiv angeschaut haben, was ich alles so erlebt habe in meinem Leben. Natürlich ist es immer schwierig, sich in etwas hineinzuversetzen, was man aus zweiter Hand oder halt aus dritter Hand, beziehungsweise aus, ja, was man halt einfach erzählt bekommt. Ne? Weil alles, was man erzählt bekommt, klingt für den ersten Eindruck erstmal wie eine erzählte oder erfundene Geschichte. Tatsächlich ist es aber so, dass es halt in dem Fall mein Leben ist. Es gibt ja viele Geschichten, die auf Wahrheit beruhen. Es gibt viele Geschichten, die eben auf Fantasie beruhen. Ne? Es kommt immer darauf an, ist es jetzt eine Geschichte, die unterhalten soll, oder ist es eine Geschichte, die belehren soll? Oder Rainer, also bitte, jetzt, Entschuldigung. Also, kein Mensch erwartet von dir irgendwelche Geschichten, die belehren sollen. Und wenn, dann nur unter komödiantischen Aspekten. Also nimmt ihr doch, also bitte. Ist es eine Geschichte, die in irgendeiner Form aufzeigen soll? In meinem Fall ist es eine Geschichte, die real passiert ist. Ich habe immer sehr stark versucht, ich weiß nicht, ob ich das gut hinbekommen habe oder nicht, das könnt ihr besser beurteilen oder nicht. Ich mache vielleicht dazu auch eine Umfrage, das muss ich mir mal überlegen, ob ich das vielleicht gut wiedergegeben habe. Ja, ich wollte euch vor allem meinen Eindruck wiedergeben, Gefühlszustand, wie es mir gefühlstechnisch gegangen ist oder auch geht teilweise noch immer. Und deswegen wollte ich eure Meinung dazu haben und eure Meinung dazu wissen. Also wird dein zukünftiges Handeln von der Mehrheit, also demokratisch jetzt bestimmt oder wie? Also was soll da so eine Abstimmung? Man braucht keine Abstimmung. Ja, gerade in der heutigen Zeit, selbst wenn man eine bestimmte Abstimmung, wenn man die gewinnt, heißt das so lange nicht, dass man Recht hat. Ne? Ja, ist halt heutzutage so. Könnte man jetzt noch erzählen. Also es ist letzten Endes auch so gewesen, dass die ganzen Podcasts und die ganzen Blogs und die ganzen Serien und Filme und TikToks und Instagrams und ich weiß gar nicht was noch alles, dass diese ganzen Sachen alle etwas schwierig für mich waren, auf lange Sicht mein Leben damit zu vereinbaren. In den letzten 10 Jahren eigentlich praktisch kein Privatleben gehabt, was mich sehr gestört hat. Es scheint jetzt momentan sich ein bisschen zu verändern. Ich scheine wieder mehr Privatleben zu haben, worüber ich sehr froh und glücklich bin. Ich wollte auch nicht fröhlich sagen, aber das passt vom Ding her. Also ich bin sehr froh und sehr glücklich darüber, dass ich wieder mehr Privatleben habe. Es ist für mich momentan wirklich eine Wohltat. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die gleichen Probleme, die ich vorher auch hatte, was das Finanzielle angeht. Ich habe die gleichen Probleme. Und zack, er braucht Geld. Und ja, er ist so viel freier und hat mehr Privatleben. Er hält sich ja auch nur in irgendwelchen 4 Wänden auf. Na? Ich glaube nicht, dass er wie Michael Jackson mit einem Hut, einem Schnurrbart und einer Sonnenbrille in irgendwelchen Zoos rumwongelt. Das glaube ich nicht. Probleme mit den Geschichten, die ich vorher hatte, mit den ganzen Menschen um mich herum und alles. Das macht die Sache alles nicht einfacher. Aber man muss halt mal schauen, Stück für Stück, wie es weitergeht. Es hilft im Moment leider nichts. Ich für meinen Teil werde jetzt einfach versuchen, weiterhin mein Leben zu führen, werde weiterhin versuchen, mein Ding durchzuziehen. Die Sache mit der Kommune hat hier eigentlich nichts verloren, weil es nicht zu dem Thema hier gehört, aber ich möchte es trotzdem kurz ansprechen. Ich werde dazu heute auch noch einen Post machen. Ich werde die Sache mit der Kommune für mich weiter vorantreiben, aber ich werde zu dem Thema einen Post machen und eine Sache sagen und werde das weiterhin nicht öffentlich machen. Ja, finde ich gut. Mach die Kommune im Geheimen und dann kannst du ja mit dir eine Kommune gründen und kannst dann auch spirituelle und auch erotische Fantasien mit dir alleine ausleben. Stört dann auch keinen. Ja. Es hat keinen Sinn, meine Idee oder meine Planung öffentlich zu verkünden oder zu verbreiten, wenn ich ganz klar sehe, dass keiner Interesse daran hat, diese umzusetzen oder diese wahrzunehmen. Ja, wie gesagt, ich hatte im Video vorher schon gesagt, was erwartest du, was passiert, wenn eine Person wie du öffentlich rausposaunt, er möchte jetzt eine Kommune gründen und da rennen dann alle nackig rum. Was glaubst du, was dann passiert? Rainer. Macht die Sache deutlich schwieriger für mich, das Ganze umzusetzen. Ich habe gleich von vornherein gesagt, ich habe eigentlich nicht vorgehabt, das Ganze zu veröffentlichen, weil ich genau damit gerechnet habe. Es gab einige Leute, die haben sich dafür interessiert. Es gab einige Leute, die haben sich nicht dafür interessiert. Viele Leute haben sich darüber lustig gemacht. Deswegen werde ich jetzt heute ein kleines Video auf TikTok machen. Ich werde einen kleinen Post auf meinem Blog veröffentlichen und ich werde ein kurzes Statement dazu abgeben. Okay, also er will im Heimlichen hinter den Kulissen die Kommune ins Leben rufen und das soll dann nicht unbedingt jeder wissen, aber er
macht darüber dann Posts und Videos auf allen möglichen Kanälen. Sehr schlau, ja, super. Es passt halt wirklich gar nichts zusammen. Also selbst die Sätze, die er da, also das macht alles überhaupt keinen Sinn. Dass ich das Ganze weiter vorantreiben werde, aber dass ich das Ganze offline nehmen werde. Ich werde das alles hinter den Kulissen machen. Die wenigen Leute, die sich überhaupt dafür interessiert haben, die haben Angst wegen den Hatern und wegen diesem ganzen Hass und dieser ganzen Scheiße drumherum. Die Leute, die keine Angst davor haben, die nehmen das alles nicht ernst und wollen mich damit nur ein bisschen verarschen oder verulken. Und ich kriege auch keinerlei Rückmeldungen mehr, ich kriege keinerlei Antworten mehr, ich kriege keinerlei Nachrichten mehr. Es war für die meisten wahrscheinlich einfach nur ein Scherz, was es eigentlich nicht war. Und das hat das Ganze für mich nicht einfacher gemacht. Ich möchte an der Stelle kurz einwerfen, für die Leute, die sich das Ganze vielleicht anhören. Ich weiß, dass es einige gegeben hat, die mir Nachrichten geschrieben haben. Allerdings hat nichts davon auf mich den Eindruck gemacht, als ob man es wirklich ernst meint. Denn es gab keinerlei Nachweise oder Informationen oder sowas, was wirklich... Also im Endeffekt ist das genau der gleiche. Dieser Podcast, wenn man das so nennen will, für zahlende Mitglieder ist im Endeffekt genau das gleiche wie das Video auf TikTok, welches öffentlich ist. Meine Güte. Darauf hingedeutet hat, dass jemand es ernst meint mit der Idee der Kommune. Außerdem kamen dann ständig irgendwelche Ideen und Überlegungen, wie man es umsetzen könnte. Dabei ist man aber überhaupt noch nicht in dieser Phase des Projektes. Also es ist aber auch, jetzt mal ganz im Ernst, ne? So eine richtige Kommune, so, wo sich erstmal, da brauchst du gar nicht großartig was zu planen. Das fängt einfach an. Irgendeiner hat eine Bude, die anderen kommen dazu und dann entwickelt sich das weiter. Was er da macht, das ist so die deutsche Version der Kommune wahrscheinlich. Ja, da müssen wir das Antragsformular und dann müssen wir hier und der Wirtschaftsbericht muss auch vorher noch raus. Oh ja, wir müssen uns noch abstimmen, was für einen Namen. Ne, das erinnert mich da wieder an Loriot. Aber was der da versucht, ist einfach so albern. Und dann auch noch zu denken, dass wirklich da Leute einziehen wollen, die mit ihm dann nackt in der Bude rumtanzen. Das funktioniert einfach nicht. Mein Gott, ich reg mich schon wieder auf. Darf ich aber nicht, weil wir sind bei YouTube. Wo man über diese Phasen oder über diese Situation der Phase sprechen kann. Sondern man braucht jetzt erst einmal, das Wichtigste erst einmal für eine Kommune, man braucht mal 5 bis 10 oder 15 Leute, mit denen zusammen man diese Kommune gründen kann. Nee, man braucht 2 Leute, eventuell 3. Und dann überlegt man. Und dann fängt man an zu planen und dann kommen andere Leute automatisch dazu. So. Informier dich doch mal, Rainer. 70er. Oder meinst du, der Langhans ist vorher erstmal hingegangen und hat einen Businessplan aufgestellt, bevor er da seine Bumskommune ins Leben gerufen hat? Meine Güte. Dann kann man über den Standort nachdenken. Ich möchte eine Kommune gründen, eine Gemeinschaft und keine Diktatur. Natürlich wäre es einfacher, wenn ich alles sagen würde, was gemacht wird und sage, es wird so und so und so gemacht. Aber dann kann ich mir genauso gut eine Diktatur aufbauen. Ja, und wohin das führt, wenn alle möglichen Leute oder auch nur ein Mensch genau das sagt, was du sagst oder macht, was du sagst, das kannst du an deinem eigenen Leben ablesen. Also nicht so eine gute Idee. Und darauf habe ich aber keinen Bock. Ich will eine Gemeinschaft aufbauen und keine Diktatur. Davon abgesehen müsste ich auch dafür erst einmal Menschen um mich haben, denen ich irgendwelche Befehle erteilen könnte. Und auch die habe ich nach wie vor nicht. Schade, ne? Ja, also falls sich irgendjemand interessiert, Rainer sucht Leute, die seinen Befehlen folgen. Gesagt, ich will eine Gemeinschaft gründen, keine Diktatur, aber sowohl als auch brauche ich irgendwie erstmal Leute, damit ich eine Gemeinschaft aufbauen kann. So, deswegen werde ich auch in die Richtung weiterarbeiten, aber eben wieder so, wie ich es vorher schon gemacht habe. Wie gesagt, das ist ein krampfhafter Versuch. Wenn du also ein bisschen Karma hast, eine Aura, eine Ausstrahlung, ein netter Typ und dann vielleicht auch noch irgendeine Idee, egal was ich davon halte, ich bin jetzt nicht so der spirituelle Typ, aber es gibt ja Leute, die stehen drauf und dann kommt das von ganz alleine. Wenn man sich krampfhafter hinstellt, einfach nur gesagt, so arbeiten will ich nicht, wir brauchen Essen. Ja, woher kriegen wir Essen? Aus dem Garten. Wer macht das? Ja, andere. So funktioniert es eben nicht, Rainer. Alles privat, so. Den Blog werde ich veröffentlicht lassen, aber toll. Ich werde hinter den Kulissen arbeiten. Also ich werde nichts mehr davon groß veröffentlichen. Vielleicht wird es irgendwann wieder kommen. Ich hatte ja von Anfang an gesagt, das mit der Kommune ist so nicht umsetzbar, wenn ich alleine bin, weil ich das Ganze nicht umsetzen kann. Weil ich mehrere Menschen um mich herum brauche, mit denen ich da was machen kann. Die für dich die Arbeit machen, sag's doch. Er könnte ja die Kommune auch mit sich selbst
ins Leben rufen. Nur müsste er dann halt selbst die Karotten sehen und ernten. Und die Tomaten, Kartoffeln, was weiß ich. Die Haribo-Bäumchen abernten. Die sich da vielleicht auch auf das eine oder andere Berufstechnische besser verstehen und dadurch vielleicht schon Ahnung davon haben. Ich hatte auch darauf gehofft, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der schon Erfahrung mit einer Kommune hat und vielleicht dementsprechend Interesse daran hat, sich da mit einzubringen. Sowas alleine umzusetzen ist aber so gut wie unmöglich. Also alle Kommunenprofis bitte einmal, ne, an Rainer wenden. Ich stelle mir das eigentlich auch relativ einfach vor, weil ich möchte eigentlich nur eine Gruppe von Menschen haben, die zusammen an einem Ort leben, Hatten wir nach schon. ihren Vorstellungen sich selbst versorgen mit Essen, Wasser und Strom und vielleicht Internet von außen beziehen und alles andere kann man sich vielleicht, soweit es möglich ist, selbst erwirtschaften. Nur, dass es leider in der praktischen Umsetzung nicht ganz so einfach ist. Deswegen mit dem ganzen Hass und mit den ganzen abscheulichen Dingen, die momentan schon wieder so rumgehen. Es wurde jetzt am Wochenende wieder irgendwas geplant, wo ich angeblich bin und war und sonst was, wo wieder Terror abgegangen ist. Du bist genau da, wo du immer bist. Grüße gehen raus an Uwe. Es gab diese Aktion mit diesem Rumgehupe, auf das ich ja ganz kurz eingegangen bin. Jetzt hat eine Streamerin, woher auch immer oder warum auch immer, irgendwas verbreitet, von dem ich gar keine Ahnung habe, weil ich hab ihr überhaupt nichts getan. Ich habe auch keinen Namen und nichts erwähnt. Ich habe auch nichts in die Richtung groß erwähnt. Anders als andersrum. Und ich finde das ein bisschen respektlos, mich dann zu attackieren, obwohl ich überhaupt nichts getan habe. Keine Ahnung, das kam irgendwie aus dem heiteren Himmel und aus dem Nichts, verstehe ich nicht ganz, aber gut, das ist eben so. Gut, dann danke ich euch erstmal fürs Zuhören und Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Gut, und bis dahin, euer Drache und haut rein. Ciao, ciao. Ja, super. Und weg. Also es ist genau der gleiche Kram, der auch in diesem Mitglieder-Podcast ist genau der gleiche Kram, der auch bei TikTok gepostet wurde von ihm. Da gibt es nicht viele Unterschiede. Einfach nur, für mich ist das bla bla, irgendwo 8 Minuten füllen, um sonst was zu erreichen. Keine Ahnung. Wenigstens kurz einmal angebracht, ich habe kein Geld. Okay. Ach Leute, ich weiß es doch auch nicht. Ich sag mal, bis gleich, 20 Uhr auf Twitch. Tschüss.